Ja, schönen guten Abend. Ich erzähle, wie gesagt, The Human Centipede. Ich hoffe, den hat fast keiner von euch gesehen. Das würde zumindest für euch sprechen. Ich möchte kurz erklären, wie ich auf den Film gekommen bin, weil ich finde das ganz wichtig, sonst würde der mich später abführen und das wäre nicht gut. Mir haben sich zwei Fragen gestellt, bevor ich mich hier angemeldet habe, nämlich, was erzähle ich? Und ganz wichtig, wie spreche ich euch an, sie oder du? Das ist ja so eine Höflichkeitsfrage. Ich habe mich für das Du entschieden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn nicht, habe ich eine Beschwerde-E-Mail-Adresse eingerichtet, die lautet mir.doch@scheißegal.com. Da könnt ihr mir gerne schreiben, das Com ist ganz wichtig, weil wir sind ja beim internationalen Filmfestival, deswegen die Com-Adresse. Ich werde auch antworten mit einem animierten Glitzerpony und eventuell einem Roberto Blanco-Jingle, das sich bei euch entschuldigt. Ganz einfach wollte ich eigentlich zuerst Kevin allein zu Hause erzählen. Das war mir dann zu naheliegend, weil, ja klar, ich heiße so und ich sehe ein bisschen oder sah früher zumindest so aus. Dann habe ich mir überlegt, nee, ich bin heute zum Glück noch kein vercrackter Drogenjunkie. Was nicht ist, kann dann ja noch werden. Das wird man dann sehen, wie erfolgreich das hier wird. Und deswegen bin ich dann zu The Human Centipede gekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, der Film hat mir 92 Minuten meines Lebens geraubt und ich finde es eigentlich nur gerecht, wenn ich euch dann auch 10 Minuten circa davon klaue. Und deswegen werde ich euch diesen fantastischen, ich würde ihn mindestens D-Movie-Horrorfilm nennen. Und zwar aus dem Grund, es gibt ja viele B-Movies, Trash-Movies, die einfach mit Absicht schlecht gemacht sind. Das ist dann auch ganz witzig. Viel witziger ist es, wenn man einen ernsten Film hat, der dann unabsichtlich schlecht wird. Das kann sehr humorvoll sein. Im Prinzip steigt es so ein, dass ein deutscher Arzt, der Film spielt in Deutschland, ist aber ein amerikanischer Film, der Dr. Heiter heißt. Und allein das ist schon unglaublich witzig, wenn man gleich die weitere Geschichte des Films hört, weil ich glaube, er lacht nicht eine Sekunde in dem ganzen Film. Aber er entführt auf einer LKW-Raststätte einen Trucker. Und das nächste, was man dann sieht, sind zwei amerikanische Studentinnen, die in Deutschland sind. Warum sind die in Deutschland, habe ich mich gefragt. Ich vermute, es gibt zwei Gründe, den berühmten oder in Amerika berühmten europäischen Sex oder dass sie hier auch schon ab 16 trinken dürfen. Eins von den beiden wird es wohl sein. Deswegen freuen sie sich auch sehr, dann unterwegs zu sein und auf Partys zu gehen und treffen dann auf das klassische Horrorfilm-Setup, das man sich vorstellen kann. Sie fahren durch einen dunklen Wald, es regnet in Strömen und sie haben eine Reifenpanne. Das war die erste überraschende Wendung in diesem Film, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Sie steigen dann oder werden dann überrascht von einem alten Mann und denken sich, na, scheiße, komm, wir rufen mal Hilfe. Ah, oh, unser Handy ist aus. Die zweite überraschende Wendung in diesem Film, von denen werden sich noch sehr, sehr viele ergeben, auf jeden Fall. Und sie gehen dann durch den Wald und landen in einer alten, einsamen Villa, die ich so in Deutschland noch nie gesehen habe, außer vielleicht in Baden-Baden, wenn man die russischen Millionäre besucht. Dort klopfen sie dann eben, gehen in das Haus, treffen ebenfalls auf Dr. Heiter, den sie zu diesem Zeitpunkt, er lacht immer noch nicht, wohl trotzdem erstmal aus ihrer Not um Unterschlupf bitten und dass er den Pannendienst für sie ruft und sie gehen nach drinnen. Und ja, ich muss sagen, sie sehen dann auch sehr, sehr gut geschminkt aus. Es ist alles sehr verlaufen und sieht ein bisschen so aus, als wenn man bei YouPorn in die Hardcore-Sektion geht. auf jeden Fall faked er dann einen Telefonanruf beim Pannendienst und betäubt sie anschließend. Jetzt startet die eigentliche Handlung des Films. Sie erwachen im Keller des Dr. Heiter, nämlich neben dem Truckfahrer. Und Dr. Heiter erklärt ihnen dann, was er vorhat, nämlich, ich übersetze jetzt den Film auch ganz kurz, für die, die es nicht verstehen, The Human Centipede ist der menschliche Tausendfüßler. So, und wer schwache Mägen hat, der darf auch jetzt gerne nochmal nach draußen gehen, eine rauchen, weil ich habe ja dann auch nur noch so 5 Minuten, das passt dann perfekt. Er will quasi einen menschlichen Tausendfüßler schaffen, indem er seine Opfer aneinander näht. Und zwar, wie das bei menschlichen Tausendfüßlern dann am sinnvollsten ist, es muss ja einen Kreislauf geben und so weiter, werden sie Po an Mund genäht. Wer mir nicht glaubt, dass er mit einem schwachen Magen jetzt bitte nach draußen gehen sollte, hat jetzt nochmal die Chance. Es geht dann so weiter, der Film rühmt sich auch auf dem Kinoplakat damit, medizinisch korrekt zu sein. Das heißt, Dr. Heiter schaut sich seine Opfer nochmal an und stellt fest, ah, der Trucker, der passt nicht so und man muss da ja gucken, komm, den bringe ich mal um. Bringt dafür einen japanischen Touristen, wo er den hört, ist auch relativ egal, der ist dann halt da. Und beginnt dann eben seine Operation, näht sie zusammen und hat dann sein finales Geschöpf, eben den menschlichen Tausendfüßler, den er dann versucht zu trainieren. Und das macht er auch eine Zeit lang und bis dahin ist ungefähr eine halbe Stunde von dem Film vorbei und auch sämtliche Spannung raus,
weil, um kurz auf die Schauspieler zu sprechen zu kommen, ich muss sagen, Dr. Heiter ist sehr, sehr gut gespielt, dafür, dass man wahrscheinlich sonst bei dem Schauspieler, bei vielen Schauspielern schreibt man ja bekannt aus, bei ihm würde man wahrscheinlich schreiben, bekannt aus Rundfunk und Fernsehen, was so viel heißt, wie er hat noch nirgendwo mitgespielt. Die Leistung der anderen Schauspieler mag ich dahingehend nicht bewerten, dass sie eigentlich 90% des Films schreiend oder aneinander genäht verbringen. Da kann man jetzt, ich finde es immerhin sehr bewundernswert, dass sich so viele Schauspieler finden lassen für so eine erniedrigende Rolle tatsächlich. Er trainiert dann eben sein Geschöpf, dann kommt die dritte überraschende Wendung in diesem Film, nämlich es klingelt die Polizei. Er macht ihn dann auf und das Gespräch verläuft ungefähr so, wir wollen hier rein, nein, okay, dann kommen wir mit dem Besuchungsbefehl wieder, okay, tschüss. Dann gehen diese Polizisten eben wieder in der Zeit oder durch dieses Vorgehen wird Dr. Heiter natürlich sehr, sehr nervös und beginnt Fehler zu machen. Und der menschliche Tausendfüßler konnte sich etwas befreien und schafft es ihm mit einem Skalpell, eben den Skalpell in das Bein zu rammen und er kann erstmal nicht mehr laufen. Dann versuchen sie einen Fluchtversuch, der natürlich aneinandergenäht äußerst schwierig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Japaner mit den Amerikanerinnen kommunizieren muss und das Sprachliche alleine schon ein relativ großes Problem dann ergibt. Sie kriechen dann eben etwas unkoordiniert durch die Gegend und landen in seinem Schlafzimmer, wundern sich auch dann, dass sie dort nicht mehr rauskommen. Was natürlich sehr überraschend ist, dass man aus dem Schlafzimmer eines Serienmörders und verrückten Arztes nicht mehr herauskommt. Dann geht es so weiter, dass die Polizisten, oder beziehungsweise er fängt sie wieder ein. Der Japaner, der schon quasi eine Lampe in Griffweite hat, um mir zu überwältigen, denkt sich, ah nee, ist doch alles scheiße, ich bringe mich mal um. Gut, dann ist das vordere Glied tot, das hat dann die Flucht natürlich endgültig auch erstmal vermasselt. Dann ist es natürlich so, die Polizisten kommen dann wieder und alles ist wild durcheinander und keiner versteht mehr, was wirklich los ist. Da der Film natürlich medizinisch korrekt ist und wie gesagt, dieser menschliche Tausendfüßler natürlich auch einen Kreislauf hat, stirbt dann auch der hintere Teil dieses Tausendfüßlers. Warum, mag ich jetzt nicht genau erklären. Ich wollte eigentlich hier ein bisschen Fäkalhumor einbauen, aber ich sag mal so, das ist mir dann im Hals stecken geblieben. Nein, sie stirbt an einer Blutvergiftung. Dann gibt es eine fantastische Schlussszene mit der Polizei, die dann da ist und er kann dann, der Dr. Heiter, fröhlich wie er ist, einen Polizisten überwältigen und ihm seine Waffe klauen und es gibt dann eine fantastische Schießerei, wo alle angeschossen werden und am Schluss mehr oder weniger tot im Pool landen. Genau, das ist im Prinzip der Film. Es gibt auch mittlerweile zwei, beziehungsweise bald einen dritten Teil davon, wer sich das antun möchte. Was ich mich gefragt habe, ist, es gibt ja Leute, die sich solche Filme ausdenken. Und die wollen uns ja etwas damit sagen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum spielt dieser Film in Deutschland? Weil es ist ja ein amerikanischer Film, kann man ja auch einfach in Amerika drehen, dort gibt es sicher genauso viele Psychopathen wie hier. Ich glaube, die Lösung ist ganz einfach. In Amerika, wie gesagt, es gibt den Grund, dass die Amerikanerinnen nach Deutschland reisen. Und ich glaube einfach, dass auch Amerikaner verstanden haben, dass ein Deutscher sich immer sehr gut als Bösewicht eignet. Daher, auch die Bilder kommen einem bekannt vor aus Nazi-Dokus, die bei ihm im Wohnzimmer hängen. Ich glaube, dass das der Grund ist und wie gesagt, wenn Sie Lust auf den Film bekommen haben, dann bemitleide ich Sie. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß heute Abend.